Nach über 40 Jahren Planung und einer Bauzeit von 10 Jahren konnte der Ostast der A5-Umfahrung von Biel am 27. Oktober 2017 dem Verkehr übergeben werden. Mit dieser Inbetriebnahme hat die Region Biel nun eine wesentliche Ergänzung ihres Verkehrsinfrastrukturnetzes erhalten. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, concentrons-nous sur la célébration de cette première étape majeure pour Bienne, qui est le fruit du travail colossal d'une décennie. Der neue, rund 5 Kilometer lange Autobahnabschnitt verbindet das Bözingenfeld im Norden der Stadt mit dem Brückmoos im Süden. Als direkte Verbindung zwischen der A16 Transjuran und der A5 Richtung Solothurn sowie der T6 Richtung Bern entlastet der Ostast verschiedene städtische Hauptachsen. Ebenso profitieren große Teile der Wohnquartiere im Osten und Norden der Stadt sowie in der Agglomeration von der Verlagerung des Durchgangsverkehrs. Die Autobahnumfahrung von Biel schließt eine der letzten Lücken im Schweizer Nationalstraßennetz. Die Verbindung von Solothurn nach Neuenburg. Sie besteht aus zwei Teilen, der Westumfahrung und dem Ostast. Die Westumfahrung reicht vom Brückmoos bis in den Rusel bei Winnels. Dort trifft sie mit der bestehenden A5 Richtung Neuenburg zusammen. Das Gesamtprojekt ist unterteilt in die drei Abschnitte. Umfahrung Winnels, Westast und Zubringer rechtes Bielerseeufer. Letzterer führt den Verkehr vom rechten Bielerseeufer via Porttunnel ins Brückmoos. Seit April 2017 findet das Genehmigungsverfahren statt. Dieses wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern. Anschließend ist mit einer Gesamtbauzeit von rund 15 Jahren zu rechnen, je nachdem, wie viele Arbeiten gleichzeitig ausgeführt werden können. Der Ostast wurde als erster Teil der Umfahrung von Biel gebaut und in Betrieb genommen. Er führt von der A5 von Solothurn herkommend über das Bözingenfeld in den rund 1,5 Kilometer langen Büttenbergtunnel bis nach Orpund, wo eine 400 Meter lange offene Strecke mit einem Vollanschluss folgt. Danach gelangt er durch den fast 2,5 Kilometer langen Lengholztunnel ins Brückmoos mit der kreuzungsfreien Autobahnverzweigung. Am 3. Dezember 2007 fand der Spatenstich für den Ostast A5 Biel-Bienne statt. Die beiden Tunnel des Ostasts wurden von Norden nach Süden ausgebrochen. Das heißt, die Bohrarbeiten erfolgten vom Bözingenfeld aus in Richtung Brückmoos. Doch zuvor galt es, eine erste komplexe Herausforderung zu überwinden, nämlich die Unterquerung der SBB-Gleise und des Lengfeldwegs im Bözingenfeld. Dort kommt die Tunneldecke nur knapp 5 Meter unter den Gleisen zu liegen. Um Schiene und Straße zu stützen, haben die Ingenieure eine sogenannte Tischbrücke entwickelt, die in ihrer Art als Hilfskonstruktion im Tunnelbau wohl einzigartig ist. Unter den Gleisen und dem Lengfeldweg wurde eine Art Tisch erstellt. Die Tischbeine sind Betonschlitzwände von bis zu 28 Metern Länge. Die Tischplatte besteht aus Stahlrohren, die durch den Bahndamm gerammt und danach ausbetoniert wurden. Dank unzähligen geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen sind die Kenntnisse über das Gebiet im Ostast sehr fundiert. Der bergmännische Teil des Büttenbergtunnels ist 1,5 Kilometer lang und verläuft weitgehend im Molassefels. Dieses Festgestein ist allerdings nicht ganz problemlos. Es besteht vorwiegend aus Sandstein, der lokal stark zerbröckeln kann, sowie aus zwischengelagertem, weichem Mergel, der zum Quellen neigt. Der Tunnelausbruch erfolgte mit einer für die Schweiz einzigartigen Tunnelbohrmaschine. Diese wog 2500 Tonnen und arbeitete mit der sogenannten Erddruckschildtechnik.
Anders als der konventionelle Sprengvortrieb, der vor allem in harten Felsformationen der Alpen oder des Juras angewandt wird, erlaubt diese Methode die Unterquerung von städtischen Überbauungen, wichtigen Verkehrsachsen oder Werkleitungen und wechselnden Gesteinsschichten, wie sie auch für die Tunnels des Ostasts zu erwarten waren. Nach den aufwendigen Aufbauarbeiten des Schildes wurde im März 2009 das Schneidrad mit rund 13 Metern Durchmesser montiert. Der Vortrieb des Gutenbergstunnels kann beginnen. Am 26. Mai 2009 erfolgte die feierliche Einweihung und Inbetriebnahme der Tunnelbohrmaschine Bellena in Anwesenheit von Bevölkerung und Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Heute, nach 12 Jahren der Planung, Projektierung, Optimierung und vielen partizipativen Prozessen, ist es nun soweit. Die Bohrmaschine kann gestartet werden. Der Kopf der Bohrmaschine wird durch ein kreisrundes, elektrisch angetriebenes Schneidrad gebildet. Dieses ist mit einer großen Zahl von Schneidwerkzeugen und Rollenmeißeln ausgerüstet. Unmittelbar hinter dem Schneidrad wird der ausgebrochene Hohlraum durch ein 11 Meter langes Stahlrohr, dem Schild, gestützt. Beim Erddruckschild wirkt der gelöste Boden selbst als Stützmedium. Damit das Erdreich diese Funktion erfüllen kann, muss es in eine breiige Konsistenz gebracht werden. Dies wird je nach anstehendem Boden durch Zugabe von verschiedenen schaumigen Konditionierungsmitteln erreicht. Der Schaum wird über Düsen im Schneidrad direkt in den Boden eingetragen. Der so aufbereitete Ausbruch kann nun mittels Förderschnecke und Förderbändern aus dem Abbauraum auf die Deponie transportiert werden. Ein ausgeklügeltes Bewirtschaftungskonzept stellte sicher, dass die großen Materialmengen umweltkonform transportiert und behandelt wurden. Während rund 2,5 Jahren wurden mittels 100.000 Lastwagenfahrten rund 1,3 Millionen Kubikmeter loses Material aus den 4 Tunnelröhren auf die Deponien befördert. Im hinteren Teil des Schildes wurde aus Betonelementen die äußere Tunnelverkleidung zusammengefügt. Man kann sagen, dass sich eine ganze Tunnelfabrik durch den Untergrund fraß. Für die Verschiebung der Tunnelbohrmaschine vom Bündenbergtunnel zum Lengholztunnel wurde die Hauptstraße in Orpund während 2 Tagen gesperrt. Da die Tunnelbohrmaschine mit über 12 Metern zu hoch war, um unter der provisorischen Brücke zu passieren, musste diese zunächst temporär demontiert werden. Für die Fortbewegung von Bellena auf freiem Feld wurde eigens ein Hub- und Vorschubsystem gebaut. Der Schild bewegte sich auf 2 Stahlträgern mit einem Gleitgrund aus Teflon. Der Nachläufer rollte gleichzeitig auf Betonklötzen, die als Ersatz für die Tunnelwand kontinuierlich aneinandergefügt wurden. Nachdem die Maschine mittels Pressen um einige Zentimeter über den Boden angehoben wurde, konnte der Vorschub der 2500 Tonnen schweren Bellena mit Einsatz von hydraulischen Zylindern und Stahlseilen erfolgen. Auf diese Weise legte die Tunnelbohrmaschine stündlich rund 6 Meter zurück. Der Lengholztunnel umfasst die 2,5 Kilometer lange Tunnelstrecke von der Gasstation in Orpund bis zur Unterführung SBB-Gleise Bielstraße in Brück.
Zuerst wurden rund 1400 Meter Meeresmolassefels, vorwiegend Sandstein, aber auch Mergel durchbohrt. Darauf folgt ein rund 900 Meter langer, schwieriger Abschnitt. Er führte durch eiszeitlich abgelagertes Lockergestein und durch Grundwasser. Die minimale Überdeckung über dem Scheitel des Tunnels betrug in diesem Bereich nur 6 Meter. Im Gegensatz zum Büttenbergtunnel musste im Längholztunnel gemäß den Sicherheitsvorgaben eine Zwischendecke eingebaut werden. Durch den dadurch entstehenden, vom Fahrraum getrennten Kanal werden im Brandfall die Rauchgase aus dem Tunnelinnern abgeführt. Der erste Durchstich von Bellena im Brückmoos erfolgte planmäßig im Oktober 2010. Während einer Feier übergaben die glücklichen Tunnelarbeiter die Statue der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Mineure, an die Tunnelpatin des Längholztunnels. In den folgenden Wochen wurden Bohrkopf und Schild der Tunnelbohrmaschine in transportfähige Teile zerlegt. Diese wurden in der Nacht mittels Schwertransporter auf Nebenstraßen zurück ins Bözingenfeld transportiert. Der Nachläufer wurde durch die fertig gebohrten Tunnelröhren zurückgezogen. Nach dem erneuten Zusammenbau von Bellena wurde im Februar 2011 der Ausbruch der zweiten Röhren des Büttenberg- und des Längholztunnels in Angriff genommen. Nach rund 2,5 Jahren Bohrzeit mit einer Spitzenleistung von 41 Metern pro Tag hatte die Tunnelbohrmaschine ihre Mission erfüllt. Der letzte Durchstich im Brückmoos konnte im Februar 2012 gefeiert werden. Die Röhren wurden mit einer 1,5 mm dicken PVC-Folie abgedichtet. Anschließend wurde in der Tunnelsohle ein 30 cm dicker Innenring betoniert und darauf ein Werkleitungskanal aus armiertem Beton gestellt. In diesem Kanal werden in entsprechenden Leitungen Strom, Wasser, die Steuerung der elektromechanischen Einrichtungen und die Daten der Tunnelüberwachung geführt. Durch seitliche Aufschüttungen wurde die Tunnelsohle für das künftige Autobahntrassee vorbereitet. Der Gewölbebeton wurde mittels zweier direkt hintereinander liegenden Schalwagen eingebaut. Täglich konnte so je ein Block mit einer Länge von 12,5 Metern betoniert werden. Anschließend konnte in den Tunnelröhren der Gehweg und die erste Belagschicht eingebaut werden. Die Malerarbeiten in den Tunnels erfolgten unter Mithilfe eines speziellen Tunnelmalroboters. Danach konnten die Installationen der Tunnelbeleuchtung, der Ventilatoren, der Signalisation und der Lärmschutzeinrichtungen in Angriff genommen werden. Der Autobahnabschnitt in Orpund gliedert sich in folgende Bereiche. Das Südportal des Büttenbergtunnels mit der dazugehörenden Tunnelzentrale und der Tagbaustrecke von ca. 170 Metern Länge. Das Trassee für die offene Strecke in Orpund und das Nordportal des Längholztunnels inklusive Tunnel- und Lüftungszentrale. Während der Bauphase wurde die Orpundstraße zunächst über eine Hilfsbrücke umgeleitet. Im Sommer 2014 wurde der Rohbau des Tunnelportals abgeschlossen. Die provisorische Brücke wurde abgebaut und der Verkehr auf seine definitive Linie über dem Portal des Büttenbergtunnels geleitet. Über dem Tagbautunnel wurde Erdreich aufgeschüttet und begrünt. Auf der offenen Strecke wurde der Vollanschluss Orpund mit Ein- und Ausfahrtsmöglichkeiten in alle Richtungen gebaut. Durch den neu erstellten Kreisel auf der Orpundstraße werden das Verkehrsprüfzentrum und das Industriegebiet optimal in den Verkehrsfluss eingebunden.
Brückmoos wurde für das Südportal des Längholztunnels bei der Bielstraße eine große Baugrube ausgehoben. Diese Grube wurde mit Spund- und Bohrpfahlwänden gesichert. Lärmintensive Bohr- und Rammarbeiten waren dazu notwendig. Aus Rücksicht auf den Bahnbetrieb, der nicht unterbrochen werden durfte, mussten diese Arbeiten während der Nacht geleistet werden. Über der Grube, auf der Höhe des künftigen Tunnelportals, wurden 4 provisorische Eisenbahnbrücken ebenfalls während der Nacht eingebaut. Eine Präzisionsarbeit unter großem Zeitdruck, da die Brücken bereits am nächsten Morgen wieder mit Zügen befahren wurden. Von Ende Oktober 2010 bis im Sommer 2011 wurden darunter die Tunnel in Tagbau erstellt. Die Verzweigung Brückmoos ist ein komplexes Bauwerk in dicht besiedeltem Gebiet. Während 5 Jahren war dies die größte Baustelle der Region. Hier, im Süden der Stadt, entstand ab 2012 das Herzstück der Autobahnumfahrung von Biel. An dieser Stelle treffen die Hauptverkehrsachsen aus den Richtungen Jura-Solothurn, Neuenburg und Bern zusammen. In das Verzweigungsbauwerk integriert ist der Halbanschluss Biel Süd sowie der neue Vollanschluss Brück mit Anbindung an Industrie und das Einkaufszentrum. Während der Bauarbeiten musste der Verkehrsfluss ständig gewährleistet und den sich ändernden Bedingungen angepasst werden. In diesem Sinne wurden das Bauprogramm, die Bauabläufe und die Verkehrsführungen im Detail studiert. Alle gewonnenen Erkenntnisse wurden bei der Ausführung laufend geprüft und die Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses optimiert. So konnten die Störungen auf ein Minimum reduziert werden. Die Baustelle in Brückmoos umfasste 3 Hauptbestandteile: die eigentliche Autobahnverzweigung Brückmoos, den Halbanschluss Biel Süd und den neuen Vollanschluss Brück. Um mit dem Bau der eigentlichen Autobahnverzweigung beginnen zu können, musste zuvor eine gigantische Baugrube mit einem Grundriss von 45.000 Quadratmetern und einer Tiefe von rund 8 Metern ausgehoben werden. 400.000 Kubikmeter loses Material wurden abgetragen. 80% des Materials wurde in die Deponien transportiert und entsorgt. Der restliche Teil wurde für Dammschüttungen und Auffüllungen wiederverwendet. Die geologischen Bedingungen im Brückmoos sind sehr komplex und gehen zurück bis zur letzten Eiszeit vor 13.000 Jahren. Das Grundwasser liegt nur knapp unter der Oberfläche. Ein großer Teil der Bauarbeiten musste unterhalb des Grundwasserspiegels ausgeführt werden. Deshalb wurde rund um das ganze Areal eine Dichtwand von insgesamt 1200 Metern Länge und einer Tiefe von rund 25 Metern erstellt. Sie bestand aus Stahlspunwänden, Betonpfählen und Schlitzwänden aus Bentonit, einem tonartigen Naturprodukt. Mehrere Pumpen senkten das Grundwasser innerhalb der Grube ab. Erst danach konnte mit dem Aushub und somit dem Bau der eigentlichen Autobahnverzweigung begonnen werden. Die riesige Grundwasserwanne aus Beton mit einem Grundriss von 150 x 300 Metern und 8 Metern Tiefe bildet das Kernstück der Verzweigung. Aufgrund der enormen Auftriebskräfte musste die Grundwasserwanne mit rund 3000 Zugpfählen mit einer Länge zwischen 8 und 15 Metern im Boden verankert werden. Die Betonarbeiten konnten im Herbst 2015 abgeschlossen werden. Danach erfolgte der Bau der Straßenkofferungen sowie die Montage der elektromechanischen Einrichtungen, Ampelanlagen, Signalisationen und Lärmschutzelemente. Das erste
150 Meter lange Teilstück des Tunnel Weitheile wurde zusammen mit der Verzweigung Brückmoos gebaut. Es schafft die Verbindung zum späteren Westast der Umfahrung von Biel. Bis zum Bau des Westasts sichert eine provisorische Rampe Richtung Biel die Verbindung an die bestehende Autostraße T6. Auf der Oberfläche werden nach der Fertigstellung des gesamten Tunnels neue Grünanlagen angelegt. Die 110 Meter lange Brücke Portstraße besteht aus mehreren zusammengebundenen Rahmenquerschnitten. Drei davon bilden die Portale des Weitheile-Tunnels. Zwei sind für Personen- und Velounterführungen gedacht. Der Anschluss Brück besteht aus je zwei Ein- und Ausfahrtrampen der Autobahn. Die Industriestraße wurde zwischen der Erlen- und der Bielstraße für das neue Verkehrsaufkommen von Motorfahrzeugen, Velos und Fußgängern angepasst. Um die Ein- und Ausfahrt in alle Richtungen zu gewährleisten, wurde über die Autobahn eine Brücke gebaut. Dank eines durchdachten Konzepts für den Langsamverkehr erhielten Velofahrer und Fußgänger optimale Verbindungen zur Bielstraße, zum Einkaufszentrum sowie Richtung Biel. Die rund 180 Meter lange, mit Stahlseilen vorgespannte Brücke Mittelstraße war sowohl für die Planer als auch für die Unternehmer eine große Herausforderung. Da die Bauarbeiten unter Verkehr ausgeführt werden mussten, erfolgte der Bau in Etappen. In den Tunneln des Ostastes sind für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer komplexe und vielschichtige Sicherheitssysteme installiert. Sie umfassen die Bereiche Signalisation, Beleuchtung, Lüftung sowie Sicherheit und Umwelt. Die Lüftungszentrale des Lenkholztunnels befindet sich im Portalbereich in Orpund, wo je zwei Abluftventilatoren pro Tunnelröhre angeordnet sind. Im Ereignisfall werden die Rauchgase über Abluftklappen in der Zwischendecke aus dem Fahrraum gesaugt und von dort durch einen Kamin in die Luft geleitet. Der Büttenbergtunnel ist mit einer durchgehenden Längslüftung ausgestattet. Die Tunnel sind alle 300 Meter mit einer Verbindung zur parallelen Röhre versehen. Diese sogenannten Querschläge dienen als Flucht- und Rettungswege im Notfall sowie dem Tunnelunterhalt. Jeder dritte Querschlag ist so dimensioniert, dass er befahren werden kann. Beim Bau der Umfahrung von Biel wurden weitgehende Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt. Dazu zählen Eindeckung der Straße, ein moderner Belag, schallabsorbierende Verkleidungen bei den Tunnelportalen und Lärmschutzwände. Die baulichen Eingriffe in die Natur werden mit Schutz- und Wiederherstellungsmaßnahmen kompensiert. Umgesetzt wurden beispielsweise die Aufwertung des Wildkorridors, der die Waldgebiete Büttenberg und Lenkholz verbindet, sowie die Renaturierung des Dirtschi und des Orpundbachs. Ein Ziel der Autobahnumfahrung A5 Biel-Bienne ist, das Verkehrsnetz in der Agglomeration Biel neu zu organisieren und besser auf die Bedürfnisse von Fußgängerinnen, Radfahren und den öffentlichen Verkehr auszurichten und überhaupt den heutigen Raum gestalterisch aufzuwerten. Im ganzen Stadtgebiet wurde unmittelbar nach der Eröffnung des Ostasts mit dem Umsetzen von verkehrlich flankierenden Maßnahmen begonnen. So soll ein großer Teil des hausgemachten Verkehrs auf die Autobahn verlagert werden. Am 27. Oktober 2017 konnte der A5 Ostast von Biel dem Verkehr übergeben werden. Die Innenstadt wird damit von einem großen Teil des heutigen Schwer- und Durchgangsverkehrs entlastet. Die Kosten für das Teilstück beliefen sich auf 1,2 Milliarden Franken.
Eine Investition, die das Straßennetz in Biel und Umgebung großflächig entlastet und die Lebensqualität in den betroffenen Wohnquartieren wesentlich erhöht.